So, da sind wir wieder. Und dann gucken wir mal, also er meinte irgendwas mit, there is the deepest point is where we need to go. Also irgendwas mit, wir müssen ganz weit runter. Das sage ich schon mal zu deiner Freundin. Okay, aus jetzt. Okay. Ich hasse es, wenn es Weggabelungen gibt. Das ist locker die zweite Weggabelung. Oben, als wir aus dem ins Freie gekommen sind, ging es nach links und nach rechts. Wir sind nach links gegangen. Und jetzt ist hier wieder eine Weggabelung. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder nach links. Oh. Da gibt es sogar Stuff. Und drei Stühle. Dass ich mir die nicht mitnehmen kann, einfach mal überall hinsetzen können, wo man sich hinsetzen möchte. Habe ich gerade schon wieder ein Telefon gehört? Digga, wie kann es in einem geschlossenen Raum so laut sein? Wobei, gut, der Hut hier ist offen. Aber trotzdem. That's fucked up, man. Oh, ein Journal. Nee, kein Journal. Das ist ein Medical John Thompson 124. Long Beach, Clearwater, Florida, USA. Also Clearwater ist ein Ort. 20 Milligramm Tabletten Prozac, was auch immer Prozac ist, I don't know. Für die Behandlung von Panikattacken. Eine Tablette pro Tag nehmen. Ja. Das klingt mir ganz geil. Und hier sieht es aus wie massenhaft. Ich will gar nicht wissen, was alles ist. Es sieht ekelhaft aus. Ja, Rotten Meat, sehr geil. Sandwich, Alter, ganz ehrlich, weg damit. Ah, kann alles direkt da liegen bleiben. Habe ich gar keinen Bock drauf. Weg damit. Oh, wir haben immer noch unsere fast kaputte Axt. Die sollten wir mal, ich wollte mal reparieren. Ich hau die einfach mal hier so gegen. Oder so. Danke. Dann kann ich sie nämlich reparieren. Du nach da. Du nach da. Und du nach da. Dann haben wir wieder eine wunderschöne Form, schöne Axt. Nice. Jawohl. Mit der wir auch, mit dem wir auch kämpfen können, so. Ja? Womit wir mal hier ein paar Leuten die Schädel einkloppen können. Ey, ich dachte gerade, das ist eine Person da hinten. Mit einer sehr fragwürdigen Frisur. Moment, Moment, das sind. Gut, das sind mehrere Personen. Also zwei Personen, die. Bläst die untere ihm gerade ein? Was machen die da? Warum sind ihm die Beine abgefallen? Ich habe so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen. Oh. Ja, da geht leider nicht rein. Wenn ich da gerne mal wüsste, was da drin hinter ist. Oh Mann, ey. Oh. Oh, das sind Blitze. What the hell? Das ist aber neu. Da oben ist ein Zombie drauf, ne? Irgendwas bewegt sich da oben gerade. Was ist das? Warum gibt es keinen Zoom? Was macht der da? Digga. Gut, hier gibt es sonst nichts weiteres. Weißt du, ramme halt wie so ein Bekloppter drum rum, mach richtig schön Krach, damit ich diese komische Gestalt da oben, die da rumlungert, auch richtig gut hören kann. Digga, warum muss ich durchlaufen, während die über Blitze blitzen? Ich glaube, dahinter war ein Zombie. Also, wow. Also, so eine Art Geist. Ach ja, siehst du, genau. Hier war einer von diesen dunklen Gängen, von denen ich gesprochen hatte. Und die sehen normalerweise halt so aus. Du siehst halt gar nichts. Und da brauchst halt diese komischen Leuchten. Und die halten halt nicht sehr lang. Völlig realistisch. So, die gehen direkt nach 5 Sekunden wieder aus. Und dementsprechend, ja, macht das hier mit Taschenlampe halt viel mehr Sinn. Sorry, aber ist halt so. So. Dann wollen wir mal schauen hier.
Mein Tisch, der hat 6 Stühle. 6 Stühle hat mein Tisch. Oder so ähnlich. Oh, schon wieder eine Pringles-Packung. Ernsthaft, Leute? Habt ihr hier nichts Gesundes zu futtern? Ich meine, gut, als es wahrscheinlich noch gut war, war es vielleicht noch gut. Was? Dr. Thomas. I'm not sure if this medication is... Oh Gott, was hat das mit Schrift? Is proving to be effective. The symptoms are not going away. The brain sheath alone are become unbearable. Please can I be prescribed something else? Would it be bad if I went off this meditation and stuck with the therapy instead? Okay, auf Deutsch so viel wie, Doktor, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Behandlung sehr effektiv ist. Meine Symptome gehen nicht weg. Meine Kopfschmerzen vielleicht? Meine Kopfschmerzen alleine sind bereits untragbar, unbearable. Wie sagt man? Also, ich kann es nicht mehr aushalten. Also, ich werde wahnsinnig. Kann ich bitte etwas anderes verschrieben bekommen? Wäre es schlimm, wenn ich statt den Medikamenten einfach in der Therapie bleibe? Ja, also. Ich sag mal nur so, ne? NF Therapy Session. Let's go. Ach ja, das war so ein komisches Ding. Was immer an dem Ort hier passiert. Aber nur an dem Ort. Da hat sie eine gesamte Spielmechanik eingefügt, nur für einen einzigen kleinen Ort. Keine Ahnung, ob das Easter Egg sein soll oder eine sehr große Toilette. What the fuck? Digga, da kannst du ja reinfallen. Und zwar problemlos, like. Okay. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Ach ja, genau. Das war der Raum, den man durch diesen Tunnel erreicht, den wir da vorhin gerade gesehen haben. Da können wir also nochmal reingehen, haben wir ein paar Äpfel. Und ganz viel verrottetes Fleisch. Geil. Gefällt mir. Ach ja, hier war das erste Mal, dass man einen bösen Gegner bekommt. Ich glaube sogar, wenn man hier zurückgeht, bekommt man auch schon einen Gegner. War die noch nicht, okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier diesen Tunnel lang. Sehr verwinkelt, völlig realistisch. So würde hier jeder so einen Lüftungstunnel bauen. Ich dachte, das ist ein Zettel. Der ist überhaupt irgendwas Sinnvolles außer die beiden Sachen? Achso, die Äpfel. Habe ich gerade Meat aufgesammelt? Yeet? Ja, habe ich. Bitte einfach. Was ist das denn? CST Injection. Consumable. Permanently increase the max threshold of stamina. Wow! Das ist ein Stamina Booster. In permanently increase the max threshold of stamina. Ist mit permanent wirklich permanent gemeint? Wenn ich das einfach so random nehme, habe ich dafür immer einen Boost? Ich speichere mal vorher. Ja. Inventar. Wow, bei einem Ding. Das unten der Balken ist ein Block, das ist ein Zwanzigstel oder so. Willst du mich verarschen? Lass mich raus hier! Das gibt's doch auch nicht. Dafür sind wir hierher gekommen? Für nichts? Bäh. Ja. Oh, das Ding ist auch neu.
Hey! Digga, so ein Viech im Dunkeln zu bekämpfen. Gut, ich wie gesagt, normalerweise hast du diese Leuchtfackeln. Aber auch davon hast du jetzt drei Stück. Davon hast du locker jetzt schon eine verbraucht. Beim Reingehen. Jetzt nochmal eine. Also, wie gesagt, das wird. Also, es ist machbar, keine Frage. Aber du musst dich halt wirklich beeilen und dich sputen. Und sowas will ich halt beim Let's Play jetzt hier nicht machen. Deswegen nehmen wir einfach die Taschenlampe. Da haben wir schon viel Zeit für sowas. Und kannst du hier schon in Ruhe machen. Ist meine Art, quasi den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterzuschrauben. Weil, wie gesagt, Schwierigkeitsstufen gibt es in dem Spiel nicht. Aber der Feed ist auch definitiv neu. Das kannte ich so bisher auch noch nicht. Ich weiß nur, dass hier, wie gesagt, hier eins ist. Aber ich schätze mal, das kommt da hinten erst raus, wenn wir hier, wenn wir den Schlüssel hier, weil wir müssen ja hier, einen Schlüssel, glaube ich, holen. Diesen Underhold Keys, oder wie der Ding hieß. So, mal wieder ein paar usevolle Sachen hier. Ach, ich füge mein Leben. Die eine Kanne ist in der Wand drin, lol. Ey, sag mal, Leute. Ich meine, ich weiß nicht, wie stark dieses Radiation-Zeug ist. Vielleicht wird es auch einfach mitnehmen. Ich habe keine Ahnung. So bereitwillig, wie die uns hier hingeworfen wären. Das ist ja hier. Was zur Hölle? Radiation. Leider weiß man hier nicht wirklich. Man hat hier irgendwie nicht wirklich einen Infotext. Zum einen, was passiert, wenn das Domination zu hoch ist. Ich glaube, du kriegst dann einfach Schaden. Und vor allen Dingen weiß ich halt nicht, ob das mit der Zeit wieder weggeht oder ob die Radiation einfach bleibt. Ich weiß halt nicht, ob es was Permanentes ist. Dass du es wieder wegbekommen musst. Weißt du was? Wir machen. Ich speichere mal ganz kurz. Und dann nehmen wir einfach mal alle vier Dosen. Damit wir ganz viel Radiation haben. So, gucken wir mal, ob die Radiation. Radiation langsam wieder weggeht. Ne, scheint da zu bleiben. Ist das allgemein so, dass das allgemein einfach da bleibt? Aber haben wir irgendwas anderes mit Radiation? Ne. Jetzt haben wir schon 6 Dinger. Jetzt habe ich Experimentierlust. Aber es scheint da schon so, dass es einfach da bleibt, ne? Wir wollen noch eine. Dankeschön. Achso, jedenfalls auch ganz viele. Ach, der Marsch. No Clip. Incoming. Ist das nur gerade zum Testen? Denn ich möchte wissen, ob Radiation weggeht oder ob sie da bleibt. Aber wenn sie da bleibt, dann können wir es auf jeden Fall nicht machen. Aber wenn sie langsam wieder weggeht, dann könnte man es machen. Aber es sind immer noch 6 Dinger. Also ich glaube nicht, dass es von alleine weggeht. Und wir haben Radiation. Also wie viele haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 haben wir jetzt. Ja, Stamina geht langsam weg. Und vor allen Dingen Health geht langsam weg. Mit irgendwas konnte man Radiation noch beheben. Sind sie gleich tot? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, wie gesagt, dann können wir das also nicht, definitiv nicht machen. Dann macht das keinen Sinn, die Dinger zu benutzen. Das ist einfach Bullshit. Weil, wie gesagt, das geht halt auch nicht weg von alleine. Also es baut sich nicht ab. Mit der Zeit, meine ich jetzt so. Aber was soll's. Ah, genau. Ausweichen. Ich glaube, das heißt ausweichen.
Evada Kadava. When deep in combat, you can dodge incoming enemy attacks with your Evada Kadava ability. Press the movement key, run key, dodge the. Ja, das heißt, ne, normal laufen kennt halt jeder. Und man hat schon gesehen, wenn ich so die Renntaste drücke, bupp, dann springe ich halt in die Richtung. Oha. Ich glaube, ab hier kommt das nächste Monster irgendwo. Ich glaube, da links war das Monster, ne? Dieser Geist. So, erstmal hier Medikit, let's go. Ich würde tatsächlich liebend gerne das Monster direkt töten. Ich glaube, das Spiel möchte, dass man normalerweise davon wegrennt. Aber die Genugtuung möchte ich dem Spiel nicht geben. Fühle ich nicht. Gar nicht so. Ist nicht meins. Versteht ihr, wie ich meine? Also von daher. Das ist nämlich das Schöne. Meistens sind die Gegner, die sehr stark sind, auch sehr leicht zu besiegen. Also sie haben dafür nicht sehr viele Lebenspunkte. Zumindest am Anfang. Und ja, dementsprechend lieber gleich umbringen. Dann kannst du dir viel mehr Zeit lassen und musst dich erst rumrennen wie so ein Berserker. Oh, come on! Oh, come on! That's fucked up, man! Oh! Ah, die war auch schon wieder tot, ne? Ach, ist doch alles kacke hier. Mann! Alter, diese Geräusche. Warum ich überhaupt noch Sachen aussammeln? Ah, hier ist der Key. Underhouse Keys. Alter, wie laut. Holy shit. Ich habe das Spiel auf halbe Lautstärke gestellt. Glaube ich. Ja. Musikvolumen ist 50%. Und dann ist die Gesamtlautstärke auch nochmal 50%. Also das ist quasi Viertel Lautstärke von dem, what's possible. Und die haben es komplett ausgemaxt. Mein Balken bei OBS ist gerade bei minus 20 dB. Also genau das Viertel vom absoluten Maximum. Digga. Heilige Scheiße. Vor allem, wo kommen die Geräusche? Hier ist ja nicht. Achso, da hier. Nee, ist ja geschlossen. Alter, was ist das? Schnell weg hier. That's unbearable. Kein Wunder, dass die alle Kopfschmerzen bekommen. Also, ich wollte doch einen Psychiater. Ist auch nichts. Er ist wahrscheinlich normalerweise diese Kampfmusik, wenn du hier vor dem Geist wegrennst. Aber trotzdem ist es ein bisschen übertrieben. Hier verspritze. Finde ich zumindest. Ah, wieder Kisten. Wieder nichts Sinnvolles. Ah. Mann, was soll denn das? Ich nehme mal ein paar mit. Ich frage mich gerade, ob wir deswegen andauernd welche bekommen, weil wir selber keine haben. Dass es einfach danach geht, was man selber nicht hat. Also, dass man nicht immer das bekommt, was man nicht hat. Aber zumindest, dass es die Wahrscheinlichkeit ein bisschen beeinflusst. Weil das ist ja abartig, wie viele ich hier davon bekomme. Na gut, da sind auch schon wieder welche gerade gewesen. Oh! Das war gerade Salami oder sowas. Also irgendwas anderes auf jeden Fall. Ach nee. Wieder Duct Tape. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt bei den nächsten Kisten bekommen werden. Das ist ja wirklich abartig. Überall diese kann üben nur. Das kann es ja nicht sein. Hier kommen diese Geräusche her. Dammit. So, dann nehmen wir hier die eine Dose, die hier ist, auch nochmal mit. So,
Jetzt müssen wir so viele davon haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir neue bekommen, auf einem Minimum ist. Aber wir haben aber schon 80 Pfund, ne? Also, ist natürlich ordentlich unnötiges Gewicht. Man könnte ja hier noch irgendwas sortieren, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt nicht nach Gewicht oder so. Sondern das ist einfach nur nach irgendwas. Hm. 4 Pfund, 0, 4 Pfund, 2, 16 Pfund, boah, Alter. Boah, Alter. Okay, diese Medikits, die brauchen auch ganz schön viel Gewicht. 16 Pfund. Boah. Das nenne ich mal heftig. So, übrigens haben wir immer noch Hunger. Wir sollten aber mal langsam was essen. Wir haben mittlerweile 10 Äpfel. So. Das sieht doch gut aus. Let's go. Ja, das kann alles liegen bleiben. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt kommt, glaube ich, gleich der nächste Geist hier. Hey! Wieso kann er mich direkt? Arsch. Jetzt haben sie noch einen Verband. Das ist nicht sehr viel. Ach, guck mal, die wussten das sogar. Haben direkt neun Verband. Jetzt haben wir wieder 4. Ah, sehr schön. Okay, sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber was haben wir eigentlich bekommen? Achso, wieder Wasser. Der, warum ist das so laut? Weil ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Aber, ach, voll hängen geblieben. Ah, oh, ah. Ey, shit. Oh. Ey. Ey, Kleine. Kannst wieder erscheinen. Ich brauche gewisse Dienste. So, dann will man sagen, let's go. Weg hier. Hier gab's nichts zu sehen. So, sind wir wieder drauf. Ah, nee, noch nicht. Jetzt sind wir wieder draußen. Und jetzt können wir nach rechts gehen. Und da ist dann nämlich der Tor, wo wir den Schlüssel auch actually brauchen. Genau, von hier sind wir gekommen. Und wir müssen jetzt nach da. Und hierfür brauchen wir den Schlüssel. Unlocked with the key. Ah. Ein Messer, so sagt man. Das habe ich durch meinen messerscharfen Verstand. Wie sieht das Messer? Das ist eine Schere. Was laber ich? Goddammit. Ah. Okay, hier gibt es eine Menge Stuff. Ah ja, da ist der... Ah. Was heißt fester? Außerdem wen? Wovon redet er gerade? Wen sollen wir hier lassen? Wir nehmen erstmal die schicken Sachen mit. Das ist alles ganz geil. Oh, noch mehr Verbände. Verbände sind immer geil. Und, Item Combining and Repair. You can combine items in total chaos. Open your inventory and place the items in a total chaotic arrangement in the Combine Panel. If a successful chaos is found, an item will appear in the combined Chaos Panel. This can be used to repair broken weapons too. Heißt also auf Deutsch nichts anderes als das, was wir hier unten haben. Dieses Crafting Grid. Da kannst du halt einfach Sachen reinpacken, die du halt kombinieren kannst. So wie wir halt vorhin gemacht haben. Ne, so ein Stab mit Kleber und dieser Spitze. Und dann kann man hier halt sich eine Spitzhacke damit bauen. Und hier liegen rein zufällig alle Sachen, die man dafür braucht.
Rein zufällig. Digga, die sehen so abgefuckt aus. Wasch dich mal. Junge, lösch dich. Schon wieder dieser T. Wer ist denn dieser T? T war ja auch der bei dem zweiten oder bei dem ersten? Beim zweiten, genau, ja. T. Der die Tür nicht zugemacht hat. Ach, Dr. Thomas? Kann sein, dass das dieser T ist? Leider hat er keine eigene Signatur hinterlassen. Vielleicht ist dieser T, dieser Thomas, wer weiß. T, glad you were able to return to the contract. Was? Return the contact for us. How would you like to start next week? We have a lot of backed up work we need to go on top of. To get on top. Dieses Blut am Ende? Verwirrt mich mal. Last year we hectic, but 68 is locking to the worst. Ich habe keine Ahnung, was er da schreibt. Glad you have you on board. Ich versuche das mal zu übersetzen, was ich verstehe. Also am Anfang, T, schön, dass du den Vertrag wieder zurückbringen konntest oder uns zurückgeben konntest. Wie wäre es, wenn du nächste Woche beginnst? Wir haben eine Menge Arbeit, die sich aufgestaut hat. Letztes Jahr war Heck. Ach, das ist ein Punkt! Ich habe diesen Punkt da gar nicht gesehen. Soll es ein Punkt sein? Ich schätze mal, ne? Letztes Jahr war hektisch. Aber 86, wobei, nee, das B ist klein geschrieben. Keine Ahnung. Letztes Jahr war hektisch. Aber 86 gucken zurück zum. Ich verstehe den letzten Satz nicht. Schön, dass wir dich an Bord haben. Das sagt man auch so im Deutschen. I guess. Oh. Okay, hat gar nichts gebracht. Wir haben immer noch die ganzen roten Dinger. Hat genau gar nichts gebracht. Ich möchte direkt sterben. Das ist ja richtig traurig. Traurig. So, dann würde ich mal sagen, ganz ehrlich, da das ja offensichtlich nichts gebracht hat, weg damit. Einfach keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Genau, da unten kannst du bleiben. So, hier waren glaube ich jetzt zwei Zombies. Jawohl, ja! In die Fresse! Kannst du irgendwas am Aufsammeln? Nee, ne? So, da hinten kam der nächste. Und? Wie, du wirst das nach mir. Jawohl, ja! Digga! I'm King of Verhauen. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's, glaube ich, das erste Level. Dann sehen wir uns. Das wird, glaube ich, die Tür zum nächsten Level sein, glaube ich. Und die gönnen wir uns dann nächste Folge. Ja, von daher bis zur nächsten Folge.